So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi. Und heute starten wir wieder mal rein in eine Bundesliga-Prognose, in die Prognose des 14. Spieltags. Und heute hat der SC Freiburg zum Kellerduell den HSV zu Gast. Heute trifft der Süden auf den Norden in der Fußball-Bundesliga. Freiburg mit Platz 16 und der HSV mit Platz 15. Die können sich heute beide, ja, vielleicht so ein bisschen von den Abstiegsplätzen absetzen. Je nachdem, wie eben Bremen spielt. Köln hat da ja noch einen etwas größeren Abstand. Ja, der HSV zuletzt mit einem richtig, richtig guten Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Man gewann überraschend mit 3:0. Aber auch die Freiburger blieben am letzten Spieltag nicht ohne Erfolg. Sie gewannen gegen Mainz mit 2:1. Also beide Teams vielleicht jetzt mit der Möglichkeit, so ein bisschen, ja, den Aufwind mitzunehmen. Freiburg startet heute mit Schwolo im Tor. Davor eine Fünferkette: Günther Sijünci, Schuster, Kempf und Stenzel. Davor Höfler und Haberer auf der Doppel-6. Und dann geht's weiter mit Terracino, Petersen und Kapuska. Ja, die sollen es heute für die Breisgauer richten. Ich denke, das könnte heute ein richtig, richtig schönes Kellerduell werden. Beide Mannschaften, wie gesagt, eben zuletzt mit Erfolgen. Das macht die Partie vielleicht auch noch, ja, so ein bisschen brisanter. Der HSV standardmäßig mit Martinha, dann Santos, Mavrai, Papadopoulos und Diekmeyer. Davor Sakai, Ekdal und dann Kostic, Hunt, Hahn im Mittelfeld für die Offensive verantwortlich. Und vorne drin natürlich standardmäßig Bobby Wood. Ja, das ist die Elf, die es für den HSV richten soll. Und Luis Holtby heute auf der Bank wieder zu finden. Der aber eventuell ja heute auch noch dann wieder zum Einsatz kommen wird. Geleitet wird die Partie von Dietmar Schönlebe. Und ja, es wird ein richtig, richtig spannendes Spiel. Und auch ein ausschlaggebendes Spiel, wenn gerade der HSV heute gewinnen kann. Dann hat er erstmal wieder, ja, so ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen und auch zu Platz 16, wo ja aktuell die Freiburger stehen. Und von daher spricht ja nichts mehr dagegen, dass sie jetzt in diese Partie reinstarten. Ja, wir befinden uns in der 13. Spielminute. Bis hierhin beide Teams eher passiv, aber dann kommt der HSV das erste Mal vors Freiburger Tor. Und es war eine gute Möglichkeit. Da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Auch die Chance des HSV konnte an der Passivität beider Mannschaften nicht viel ändern. Aber dann kam nach einer knappen halben Stunde mal der SC Freiburg langsam in Fahrt. Nils Petersen hat hier die Riesenmöglichkeit, auf 1:0 den Spielstand auf 1:0 zu stellen für den SC Freiburg. Aber ja, leider blieb diese Chance ja am Ende ungenutzt. So weiter 0:0 in einem, ja, wirklichen Abstiegskampfspiel, in einem wirklichen Kellerduell. Und wir sind gespannt, was sich jetzt in der, ja, letzten knappen Viertelstunde dieser ersten Halbzeit noch tut. Wir befinden uns jetzt schon in der Nachspielzeit. Und ja, viel getan hat sich in dieser ersten Halbzeit nicht. Es gab zwei gute Chancen jeweils auf beiden Seiten. Aber so dümpelt das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Ein verdientes 0:0 unentschieden. Und eigentlich warten jetzt alle auf diesen Moment, dass der Schiedsrichter abpfeift. Wir hoffen natürlich, dass wir dann in der zweiten Halbzeit, ja, ein paar Tore präsentiert bekommen. Und damit sehen wir uns in der Halbzeit 2 wieder. Ja, wir sind in der zweiten Halbzeit angekommen und wir hoffen natürlich, ja, dass es eine deutlich spannendere Halbzeit wird, beziehungsweise eine torreichere zweite Halbzeit, als es die erste war. Die erste Halbzeit an sich vom Spiel in Ordnung. Es ist halt ein Kellerduell. Aber die Chancen bzw. die Tore, die lassen noch auf sich warten. Mittlerweile eine zweite Halbzeit, ja, die ist so ein bisschen das Spiegelbild zur ersten Halbzeit. Ist der HSV mittlerweile aktiver. Und jetzt gibt es auch die erste Möglichkeit. Und das erste Tor für den HSV durch Aaron Hunt. Ja, es hat sich, ja, vielleicht so ein bisschen angedeutet. Der HSV wurde immer, immer stärker im Vergleich zur ersten Halbzeit. Da gab es ein leichtes, aber auch nur ein ganz, ganz leichtes, nicht wirklich erwähnenswertes Übergewicht des SC Freiburgs. Insgesamt gab es ein verdientes 0:0 nach 45 Minuten. Und jetzt geht der HSV mittlerweile verdient in Führung, hat in den, ja, ersten Minuten der zweiten Halbzeit doch den deutlich aktiveren, den deutlich besseren, den deutlich frischeren Eindruck nach der Pause gemacht. Und so
Ja, muss sich Alexander Schwolo das erste Mal geschlagen geben gegen Aaron Hunt. Verdiente Führung für den HSV. Mal sehen, wie die Freiburger das Ganze aufnehmen. In der 85. Minute Alexander Schwolo mal mit einem der wenigen Ballkontakte, die er in diesen zweiten 45 Minuten eben hatte. Der HSV, ja, trotz der Führung mittlerweile unterlegen. Das Spiel verlagert sich immer mehr in die Hamburger Hälfte. Und dann gibt es da den Fehler. Ich glaube, es ist von Papadopoulos. Und dann machen es die Freiburger am Ende doch noch. Mittlerweile geht auch das vollkommen in Ordnung. Ich wollte es gerade sagen. Der HSV, ja, hat immer mehr angefangen, die Führung zu verteidigen. Und das war ein Fehler, wie sich hier gezeigt hat am Ende. Ein technischer Fehler von Papadopoulos und Kapuzka ist es dann, glaube ich. Bartosz Kapuzka, der hier das 1:1 macht. Was mittlerweile hochverdient ist, weil eben das Spiel sich immer mehr in die Hamburger Hälfte verlagert und der SC Freiburg, ja, mittlerweile auch, ja, eine Führung verdient hätte, müsste man ganz ehrlich sagen. Der HSV macht hier gar nichts mehr und die Freiburger eben spielerisch überlegen und so ein verdientes 1:1. Die Hamburger lassen jetzt viel anbrennen und so jetzt Freiburg sogar mit der Chance auf die Führung. Aber Martinha ist erstmal da und da gibt es die zweite Möglichkeit. Für Schuster war es, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so steht am Ende wieder mal in unserer Bundesliga-Prognose ein 1:1. So, die Prognose ist vorbei und damit geht es jetzt auch schon wieder in die Tipps für die restlichen Spiele. Ja, am Freitag geht es ja schon wieder los. Ja, um 20.30 Uhr eben mit der angesprochenen Prognose. Freiburg empfängt den HSV. Die Prognose hat ja ein 1:1 ergeben. Ich würde aber trotz des letzten Ergebnisses und des überraschend guten Auftritts des HSV gegen die TSG 1899 Hoffenheim, habe das Spiel dann auch mir live mal angeschaut und ich war wirklich positiv überrascht vom HSV, auch wenn mir das als Bremen-Fan natürlich ja so ein bisschen schwer über die Lippen geht, würde ich auf ein 2:1 für den HSV in Freiburg tippen. Ja, weiter geht's dann am Samstag mit der Partie Mainz gegen Augsburg. Mainz ja zuletzt gegen Freiburg verloren. Bei Augsburg muss ich tatsächlich nochmal eben wieder nachschauen. Die haben 2:1 gegen Wolfsburg gewonnen und stehen aktuell damit auf dem 8. Tabellenplatz, okay? Von daher würde ich das, glaube ich, sogar auf ein 2:0 für den FC Augsburg gehen. Weiter geht's mit Leverkusen gegen Dortmund. Dortmund ja mit einer katastrophalen zweiten Halbzeit gegen Schalke im Revierderby, aber auch eben eine sensationell guten Halbzeit. Ja, in der ersten Halbzeit. So. Haben da richtig gut gespielt, sind 4:0 in Führung gegangen und haben das tatsächlich noch irgendwie verspielt. Und ja, Peter Bosch, der hat es dadurch nicht unbedingt einfacher. Und Leverkusen hat zuletzt gewonnen. Das weiß ich noch, aber gegen wen war es noch gleich? Gegen Frankfurt. Das ist auch ein schweres Spiel. Leverkusen auf Platz 6, Dortmund auf Platz 5. Von daher würde ich da, glaube ich, sogar über einen Unentschieden, über ein ganz klassisches 1:1 gehen. Weiter geht's mit dem FC Bayern gegen Hannover 96. Und da, das ist eine Partie, bei der ich mich, glaube ich, sogar ja ein Stück weit aus dem Fenster lehnen würde und vielleicht sogar auf Hannover tippen würde. Einfach nur die Bayern zuletzt nicht mehr ganz so souverän, zwar mit einem 3:0, glaube ich, ein Spieltag zuvor mit einem 3:0 gegen Augsburg. Zuletzt eben gegen Gladbach verloren. Werden jetzt natürlich heiß sein, aber ich würde trotzdem auf 0:1 für Hannover in der Allianz Arena gehen. Weiter geht's mit Bremen gegen Stuttgart. Bremen, das letzte Heimspiel 3:0 und dann eben, ja, gegen Leipzig auch wieder nicht schlecht gespielt. Das würde ich so sagen, aber ja, leider 2:0 verloren. Bisschen unglücklich, wie ich fand. Also man hätte auch gewinnen können, hätte man die Chancen genutzt, beziehungsweise hätte man die frühen Chancen genutzt, hätte Bremen da vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Von daher würde ich diesmal auf einen Heimsieg für Werder tippen, den zweiten Saisonsieg, und zwar auf ein 2:0 im Weserstadion gegen den VfB Stuttgart. Weiter geht's mit Hoffenheim gegen Leipzig und das ist meiner Meinung nach auch wieder so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Hoffenheim zwar zuletzt 3:0 verloren gegen Hamburg und Leipzig eben 2:0 gewonnen gegen Bremen. Aber das ist auch schon wieder so ein Spiel. Hoffenheim an sich stark, aber
eben, glaube ich, durch diese Doppelbelastung mit der Europa League können die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Aber ich würde dennoch, obwohl Leipzig kommt so langsam auch in den Tritt, ich schaue mir mal ganz kurz die Statistik der letzten Spiele an. Da ist schon eine positive Tendenz zu erkennen. Von daher würde ich da vielleicht doch über auf ein 0:1 für Leipzig gehen. Ja, weiter mit Schalke gegen Köln. Das ist meiner Meinung nach eine klare Kiste. Und zwar ein 3:1 für Schalke 04 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Die auch in den letzten Spielen gegen Arsenal. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es da einfach vom Spiel aussah. Da war es, glaube ich, durch einen Elfmeter von Gyrassi, der das Ganze am Ende entschieden hat. Aber Köln bis jetzt mit einer richtigen Grottensaison. Und Schalke bis hierhin relativ solide und gerade durch den 4:4-Sieg, wie man es so schön sagt, im Revier-Derby vom letzten Wochenende, würde ich da auch nochmal den Aufwind mitgeben. Und ja, ich glaube, Schalke gewinnt um 18.30 Uhr am Ende mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. Weiter geht's mit Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag. Frankfurt, glaube ich, genau in der oberen Tabellenhälfte mittlerweile auf Platz 9 und Berlin auf Platz 11. Okay, das ist auch wieder ein enges Spiel. Das wird auch wieder ein enges Spiel werden. Okay, Berlin 0:2 gegen Köln gewonnen in Köln. Aber das ist, wie gesagt, denke ich, nicht zu hoch zu bewerten. Und Frankfurt nur mit einem 0:1. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem auf die Berliner setzen. Gerade weil es ein Heimspiel ist, auf ein 2:1 für Hertha BSC tippen. Weiter geht's mit Wolfsburg gegen Gladbach und da würde ich tatsächlich auf die Gladbacher tippen, da möchte ich auch nicht viel überlegen, sondern gehe da über ein 3:2 für Borussia Mönchengladbach im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und damit sind alle Tipps schon wieder durch. Ich habe immer noch leider es nicht geschafft, die Grafiken zu erstellen. Ich weiß nicht, wie lange sich das noch hinziehen wird, so lange werde ich das Ganze eben so provisorisch lassen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und von daher bis zum nächsten Mal.